gar nicht mehr in der Wohnung. Die eine Streife ist dann in die Fahndung gegangen und hat nach dem Mann gesucht. Und wir haben mit der Geschädigten, also mit der Ehefrau, eine Vernehmung durchgeführt. Du hast angesprochen, dass ihr jetzt mit zwei Streifenteams gerade zur häuslichen Gewalt angefahren seid. Welche Rolle spielt das Team oder die Teamfähigkeit im Streifendienst? Ich würde sagen, eine große Rolle. Bei uns steht auch ganz oben immer die Eigensicherung. Ja, das ist unser Beruf. Wir möchten alle wieder gesund nach Hause kommen. Das heißt, wir gucken, dass wir uns unterstützen, wo es geht. Und gerade bei gefährlichen Situationen müssen wir einfach die Kräfte ran, die gerade verfügbar sind. Könnt ihr gerade kurz sagen, was passiert ist, wenn wir hinfahren? Ja, es hat gerade geheißen, dass ich Ortsausgang Binzen wohl ein Auto überschlagen hat. Ich gehe davon aus, dass es jetzt auch Verletzte gibt. Das müssen wir mal vor Ort mal gucken, denke ich mal abklären. Ja. Er schaut gerade schon im Örtlichen. Ist dann eben von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Das Auto war extrem beschädigt und sie war im Auto eingeklemmt, weswegen jetzt auch die Feuerwehr das Auto komplett zerlegen musste, damit sie die da irgendwie rausholen können. Der Hubschrauber ist jetzt auch noch gekommen, damit sie direkt ins Krankenhaus gebracht werden kann, weil sie kaum noch ansprechbar war. Die Priorität ist jetzt auch erstmal, dass die Frau versorgt wird und ins Krankenhaus kommt so schnell wie möglich. Okay. Wir haben jetzt hier gerade den Bezirksdienst unterstützt. Die haben eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Und der Beschuldigte, der hat ja ein Recht darauf, anwesend zu sein bei der Durchsuchung, da er sich jetzt aber sehr gewehrt hat und halt die Maßnahmen behindert hat, wurde er geschlossen und wir haben jetzt sozusagen ein Auge auf den Beschuldigten geworfen, damit unsere Kollegen ungestört die Durchsuchung durchführen können, er aber trotzdem in den Räumlichkeiten anwesend ist, ohne die Maßnahmen zu behindern.